Sicherlich kennst du das auch. Du gibst dir richtig viel Mühe mit deinem Kanal, siehst dir auch erste Ergebnisse, gewinnst Abonnenten dazu, bis plötzlich gar nichts mehr geht. Als hätte jemand den Stecker gezogen, wächst dein Kanal einfach nicht mehr. Im schlimmsten Fall geht es sogar rückwärts und du verlierst immer mehr Zuschauer. Welche Rolle der Algorithmus dabei spielt und wie du dieses Problem lösen kannst, verrate ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Zuerst ist es wichtig zu verstehen, dass es drei Phasen im Leben deines Kanals gibt. In welcher Phase du dich gerade befindest, entscheidet dann eben auch, wie du mit diesem Problem hier umgehen musst. Die erste Phase ist die Aufbauphase. Das ist meistens der Bereich unter 1000 Abonnenten, teilweise auch unter 5.000 bis 10.000 Abonnenten. Hier kann man eigentlich nicht sagen, dass der Kanal nicht mehr wächst, weil er noch nie so richtig stark gewachsen ist. Aber auch wenn du dich in dieser Phase befindest, kann das Video dir weiterhelfen. Phase 2 ist die Wachstumsphase. Das ist oft die wichtigste Phase überhaupt und wahrscheinlich auch der Bereich, wo die meisten von euch ihre Probleme haben. In der Wachstumsphase befindet man sich, wenn das monatliche Wachstum ausreicht, um die eigenen Ziele in greifbarer Nähe zu haben oder um generell recht schnelle Fortschritte zu machen. Sind also zum Beispiel 100.000 Abonnenten unser Ziel, dann ist man mit 100 Abonnenten pro Monat noch nicht wirklich in der Wachstumsphase. Die dritte Phase ist dann die Verwaltungsphase. Hier hat man oft seine ersten großen Ziele erreicht oder stößt an das Limit, was mit der eigenen Nische eben möglich ist. Verwalten bedeutet, dass man nicht mehr zwingend versucht, noch viel größer zu werden oder noch mehr neue Abonnenten zu gewinnen, sondern dass es eher darum geht, die aktuellen Zuschauer zu wirklichen Fans zu machen. Mit diesen Phasen lässt sich nun aber recht schnell erklären, warum unser Kanal nicht mehr wächst oder warum er eben nie damit angefangen hat. Gerade Kanäle, die frisch angefangen haben, also noch in dieser Aufbauphase stecken, haben häufig Vorbilder aus der Verwaltungsphase. Das sind so YouTuber wie Paluten, Seth oder vor einigen Jahren auch Babys Beauty Palace. Diese Kanäle wachsen, gemessen an ihrer aktuellen Größe, ziemlich langsam, weil es ihnen aber auch gar nicht mehr darum geht. Sie legen viel mehr Fokus auf ihre Persönlichkeit, weil sie aus ihren Zuschauern richtige Fans machen wollen. Ihre Videos klickt man ja auch hauptsächlich an, weil man die Person eben auch schon kennt. Nutzen wir jetzt aber deren Strategie als kleiner Kanal, den noch niemand kennt, dann ist klar, warum wir nicht wachsen. Ein anderer typischer Fehler in der Aufbauphase ist es, dass sich viele Creator so gar nicht damit beschäftigen, was ihre Zuschauer vielleicht interessieren könnte. In dieser Phase sind neue Zuschauer unsere oberste Priorität. Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass wir uns erstmal mit grundlegenden Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel einer Zielgruppendefinition. Wen wollen wir erreichen? Wie ticken unsere Zuschauer? Was wollen die sehen? Seid ruhig richtig kleinlich. Notiert deren grobes Alter, notiert deren Interesse und sammelt auch Kanäle, die eure Zuschauer aktuell wahrscheinlich schon schauen. Auch die sogenannte Nischenrecherche gehört eben mit dazu, wo wir uns anschauen, was in unserem Themenbereich aktuell denn wirklich funktioniert. Hier sehen wir dann ja echte Beispiele, was sich unsere Zuschauer aktuell denn bereits anschauen. Vor allem ist jetzt aber wichtig, dass wir diese Videos zu Beginn mit dem Thema und nicht mit unserer Persönlichkeit vermarkten. Heißt, wir selbst müssen nicht zwingend auf dem Thumbnail sein. Titel wie "Ich reagiere auf" sind ein No-Go. Und generell müssen wir unser Ego auch einfach erstmal ein bisschen hinten anstellen. Die Verwaltungsphase ist davon, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, das komplette Gegenteil. Wie vorhin schon gesagt, befinden sich hier Creator, die oft schon davon leben, die ihr großes Ziel erreicht haben oder zumindest ziemlich nah dran sind. Jedoch ist es so, dass wir Menschen mit dem, was wir haben, nie zufrieden sind. Wir setzen uns immer die nächsten Ziele. Jeder große YouTuber, mit dem ich bisher gesprochen habe, hat genau die gleichen Probleme wie ein kleiner Kanal. Nur, dass eben auf einem höheren Niveau gemeckert wird. Oft verschieben sich auch einfach die Ziele. Dann geht es eben nicht mehr darum, noch mehr Abonnenten zu gewinnen, sondern es geht eher darum, mehr Geld zu verdienen. Leider übersehen viele YouTuber in dieser Phase aber auch einen ganz wichtigen Schritt. Es ist ein sehr sinnvolles Ziel, die sogenannte Baseline zu steigern. Das bedeutet, dass wir nicht versuchen, neue Aufrufrekorde aufzustellen, sondern unsere schwachen Tage zu verbessern. Der YouTuber Penguin Zero ist hierfür ein sehr gutes Beispiel. Auf den ersten Blick sieht es sogar so aus, als würde sein Kanal schlechter laufen als vorher. Die Abonnenten wachsen deutlich langsamer und auch die Aufrufe zeigen nicht mehr so stark nach oben wie vorher. 2023 war nicht ein Monat besser als der beste im Jahr 2022. Jedoch sind vor allem die schwachen Phasen noch weniger geworden, was vor allem daran liegt, dass die schwächeren Videos deutlich besser performen. Als YouTuber, der davon leben möchte, sind eben nicht die starken Phasen, sondern die schwachen Phasen aussagekräftig darüber, ob wir es wirklich schaffen werden, unser Ziel zu erreichen. Wenn wir also nach oben hin kaum noch wachsen können, dann steckt meistens immer noch ziemlich viel Potenzial in unseren Schwachstellen.
Deswegen ist es in dieser Phase aber auch ein Muss, Dinge abzugeben, die wir nicht so gut können, zum Beispiel den Videoschnitt oder die Thumbnails. Ein weiteres Problem, warum Kanäle in der Verwaltungsphase nicht mehr weiter wachsen, ist es, dass sie sich auf dem Erfolg ausruhen. Vorbildliche Kanäle wie Paluten haben es manchmal wirklich einfacher. Ich meine, teilweise muss er wirklich nur eine Stunde drauf losspielen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch wichtig, dass er sich weiterentwickelt. Teilweise stürzen ja Kanäle mit Millionen Reichweiten ab, weil sie eben anfangen, ihre Videos nur noch hinzuklatschen. Und gut erkennbar ist das dann an fehlendem Fortschritt. Kanäle, die es wirklich schaffen, ihren Erfolg über Jahre hin gut zu verwalten, das sind die, wo man trotzdem immer noch eine Entwicklung sieht bei den Thumbnails, im Konzept oder auch bei den Videos selbst. Man sieht wirklich, dass diese YouTuber mit der Zeit gehen und sich verbessern. Denn nur weil man oben angekommen ist, bleibt man nicht automatisch oben. Leider ist aber dieser Glaube, dass wenn YouTube erstmal läuft, dann ist es ja einfach, so weit verbreitet, dass vor allem Creator, die in sehr kurzer Zeit erfolgreich werden, dass sie gar nicht realisieren, dass die Realität komplett anders aussieht. Das Risiko von neuen Formaten gehen viele zum Beispiel gar nicht ein, während andere denken, sie wären Gott und könnten sich alles erlauben. Strategisch sind Kanäle in dieser Phase aber unfassbar schwer zu managen, weswegen ich hier auch immer meine Hilfe anbiete. Beratung könnt ihr bei mir ganz einfach über meine Website buchen. Dort könnt ihr auch erstmal ein Kennenlerngespräch vereinbaren, wo wir dann schauen, ob es zwischen uns überhaupt passt. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Die Wachstumsphase habe ich jetzt bewusst bis zum Ende aufgehoben, denn wie am Anfang schon gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch die Probleme hier haben werden. Wenn euer Kanal also nicht mehr wächst, dann hört jetzt besonders hin. Die Wachstumsphase definiert sich ja vor allem dadurch, dass wir in der Phase alles dafür tun, unser Wachstum zu verschnellern. Und hier fängt der erste Fehler dann schon an, denn eines der größten Probleme ist, dass die meisten YouTuber viel zu früh unbewusst anfangen zu verwalten. Wie eben schon erklärt, ist ja der Unterschied zwischen der Aufbauphase und der Verwaltungsphase, dass wir im Aufbau die neuen Zuschauer priorisieren und in der Verwaltung eben die Stammzuschauer. Aber Frage an euch, welche Gruppe priorisieren wir jetzt in der Wachstumsphase? Die allermeisten YouTuber schaufeln sich hier nämlich ihr eigenes Grab. Dadurch, dass wir viel zu oft in Schwarz-Weiß denken, antworten die meisten YouTuber auf diese Frage mit: Naja, zuerst priorisiere ich dann noch die neuen Zuschauer und später dann die Stammzuschauer. Das ist aber falsch, denn das ist gar keine Entweder-Oder-Frage. In der Wachstumsphase priorisieren wir beide Zuschauergruppen. Neue Zuschauer sind, wenn wir wachsen wollen, zu jeder Zeit unfassbar wichtig. Fast alle Kanäle, die hier scheitern, fangen einfach viel zu früh an, die neuen Zuschauer zu vernachlässigen. Und das Problem ist, diesen Fehler erkennt man so schnell gar nicht. Das sind häufig Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass man in den Einleitungen sich auf Dinge bezieht, die in anderen Videos passiert sind, die für neue Zuschauer gar kein Verständnis haben. Nee, andersrum, für die neue Zuschauer gar kein Verständnis haben, so muss es heißen. Von den Stammzuschauern werden solche Videos weiterhin gut geklickt, aber weil wir keine neuen Leute mehr erreichen, wächst der Kanal irgendwann gar nicht mehr und es geht wahrscheinlich sogar eher rückwärts. Trotzdem müssen wir die Stammzuschauer ja auch zufriedenstellen, denn ohne die werden wir ja nie in eine Verwaltungsphase kommen. Stammzuschauer, richtige Fans, sind ja das Lebenselixier von erfolgreichen Kanälen. Doch wie erreichen wir jetzt beide Gruppen? Hierfür habe ich drei wichtige Tipps. Erstens, in sich geschlossene Videos. Das bedeutet, dass eine Story einfach nur in einem einzigen Video komplett erzählt wird und wir eben nicht auf lange Serien setzen. Man braucht so einfach keine Vorkenntnisse, um ein Video zu verstehen. Das macht es neuen Zuschauern so einfach wie möglich, unseren Kanal zu entdecken. Dennoch können Stammzuschauer immer noch regelmäßig neue Videos schauen, wenn wir einfach dann viele Videos erstellen, die insgesamt sehr ähnlich sind. Beispiel dafür ist unter anderem MrBeast. Seine Formate bauen nicht aufeinander auf, aber sie sind so ähnlich, dass wenn man erstmal ein Video mag, man am liebsten alle am Stück wegschauen möchte. Auch dieses Video hier ist schon das dritte dieser Art. Auffällig ist ja auch, dass ich bewusst auf eine sehr ähnliche Vermarktung setze, damit ein Zuschauer von außen direkt unbewusst merkt: Ey, das kenne ich doch, das gefällt mir, da schaue ich mir jetzt auch nochmal an. Es gibt noch zahlreiche andere Beispiele, die genau diesem Muster folgen. Durch die ähnliche Verpackung erreichen wir mit diesen Videos super unsere Stammzuschauer, aber durch den einfachen Aufbau sind sie eben auch für neue Zuschauer relevant. Zweiter Tipp, verlinke am Ende des Videos auf ein weiteres Video. Dieser Tipp baut direkt auf dem anderen auf. Indem wir die letzten 20 Sekunden nutzen, um den Zuschauer auf das nächste Video aus dem gleichen Format aufmerksam zu machen, zeigen wir sowohl den Stammzuschauern als auch den neuen Zuschauern, dass es bei uns noch mehr von denen gibt, was ihnen gefällt. Wichtig, macht den Zuschauer auch wirklich heiß auf das Video. Die Person muss verstehen, warum man das nächste Video unbedingt ansehen muss.
Und der dritte Tipp ist die sogenannte Videoabsicht. Nicht immer muss jedes Video jede Zuschauergruppe gleich stark ansprechen. Gerade wenn wir ein Kanalkonzept haben, wo wir auch recht viele Videos hochladen, dann ist es ganz normal, dass manche Videos mal eher an neue Zuschauer und andere mehr an Stammzuschauer gerichtet werden. Das ist dann eben die sogenannte Videoabsicht. Für neue Zuschauer eignen sich zum Beispiel Shorts, Videos, die man auf die Suche optimiert, oder neue Formate, die wir so noch nicht auf dem Kanal hatten. Wichtig ist hierbei nur, dass wir eben keine falschen Zuschauer anziehen. Die Videos und vor allem die Shorts müssen eben so gestaltet sein, dass sich die neuen Zuschauer auch mit recht hoher Wahrscheinlichkeit für die anderen Videos auf unserem Kanal interessieren werden. Ich hatte zum Beispiel mal ein Tutorial gemacht zum Thema Kanal erstellen, was im Jahr 2023 das schlechteste Video überhaupt bei meinen Stammzuschauern war. Aber über die Suche hat es so viele Aufrufe bekommen, dass es mittlerweile sogar eines meiner besten Videos ist. Und das Wichtige ist eben, dass über 23% aller Zuschauer über den Abspann dann eben noch ein weiteres Video angeschaut haben. Die Leute sind also auf meinem Kanal wirklich hängen geblieben und genauso helfen uns Videos für neue Zuschauer auch wirklich weiter. Für Stammzuschauer gibt es vor allem die sogenannte Double-Down-Strategie. Das bedeutet, wir machen einfach mehr von dem, was bereits funktioniert. Das sind bei mir zum Beispiel die Kanalbewertungen, wo ich einfach weiß, dass meine Community dieses Format liebt. Lade ich so ein Video hoch, dann kommt es immer bei meinen Zuschauern gut an. Der nächste große Fehler in der Wachstumsphase ist es nun aber, diese einfach zu früh zu verlassen. Das extremste Beispiel überhaupt dafür ist natürlich auch wieder MrBeast, der mit über 200 Millionen Abonnenten immer noch in der Wachstumsphase drinsteckt. Er hat locker genug Fans, um mit jedem Video 20, 30 Millionen Klicks zu machen. Er könnte einfach ungeschnitten in die Kamera lächeln für 10 Minuten und würde damit vermutlich Millionen verdienen. Stattdessen pusht er sich aber immer weiter und optimiert seine Videos immer noch stark auf neue Zuschauer. Das muss man natürlich nicht so machen. Es ist vollkommen verständlich, dass die meisten YouTuber sich auch schon früher zufrieden geben. Aber man darf eben nicht zu früh faul werden. Ich sehe so viele Creator, die schon bei paar tausend Abonnenten anfangen, nur noch sich selbst in den Vordergrund zu stellen, ihre Reichweite also nur noch zu verwalten. Und dann wundert man sich nach 2 bis 3 Jahren, warum der Kanal plötzlich nicht mehr wächst. Ich denke, keiner von euch, der wirklich mit YouTube was erreichen möchte, will den Traum in ein paar Jahren wieder begraben, einfach weil man zu früh angefangen hat, das Ganze zu verwalten. Doch, was mache ich jetzt, wenn ich feststelle, dass mein Kanal eben nicht mehr wächst? Erstens, analysiere erstmal dein Problem. Was du bitte nicht machen solltest, ist einfach sofort Feuerwehrmann spielen und blind irgendwelche Lösungen ausprobieren. Nutz erstmal die Analytics, um herauszufinden, ob es aktuell einfach einen Rückgang an neuen Zuschauern gibt oder ob generell die Klicks einbrechen. Manchmal kann es ja auch Gründe geben, die gar nicht mal so dramatisch sind. Als offensichtliches Beispiel, wenn wir einen Kanal haben, wo wir Leuten das Schwimmen beibringen und dann ist September, die Freibäder schließen wieder, dann ist es normal, dass die Klicks erstmal zurückgehen. Generell würde ich aber trotzdem versuchen, das Problem immer zuerst wirklich auf dem Kanal zu suchen, bevor man sich mit irgendwelchen externen Faktoren beschäftigt. Denn häufig ist es nämlich auch so, dass nur ein kleiner Teil aller Videos für unseren Erfolg auf YouTube verantwortlich sind. Also vielleicht kann es auch sein, dass ein Video davon eingebrochen ist. Auch das solltet ihr am besten sofort überprüfen. Habt ihr aber einen Plan, woran es vielleicht liegen könnte, dann ist eben auch schneller Handlung gefragt. Bitte wartet nicht monatelang in der Hoffnung, es könnte ja von alleine wieder besser werden. Wenn ihr irgendwas findet, was nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann ändert auch bitte sofort was. Ich habe schon so viele Kunden betreut, die erst zu mir kamen, als der Kanal wirklich komplett eingebrochen war. So einen Scherbenhaufen zusammenzukratzen ist zwar nicht unmöglich, aber es ist unfassbar anstrengend. Welche Lösung es hier gibt, habe ich in diesem Video ja immer wieder erwähnt. Im letzten Jahr habe ich gleich 2 Kanälen dabei geholfen, genau dieses Problem zu lösen. Auch sie hingen in der Wachstumsphase fest und der Kanal wollte nicht mehr so richtig vorankommen. In diesem Video habe ich nicht nur gezeigt, wie wir das Problem gelöst haben, nein, dabei sind auch die ersten Videos jemals auf deren Kanälen mit über 1 Million Abonnenten bei rausgekommen. Und mittlerweile wachsen die Kanäle auch wieder deutlich besser. Schaut das also auf jeden Fall als nächstes an, viel Spaß damit, haut rein Leute und ciao!